Gruppe Die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Bundesminister Pistorius will unser Land kriegstüchtig machen. Ich sage, wir müssen friedenstüchtig sein. Das ist übrigens auch das Beste für die Menschen von der Bundeswehr, die hier gerade auf der Tribüne Platz genommen haben, um der Debatte zu folgen. Meine Damen und Herren, ein Berater der Bundesregierung, Clemens Füst, erklärte im ZDF zur Haushaltslage, ich zitiere, Kanonen und Butter, das wäre schön, wenn das ginge. Das geht nicht, sondern Kanonen ohne Butter, Zitat Ende. Was für eine zynische Einstellung, finde ich. Das können wir nicht hinnehmen. Und im Bild zu bleiben, wir wollen Butter statt Kanonen. Meine Damen und Herren, eine Vergleichszahl. In meinem Wahlkreis in Berlin-Lichtenberg wurde eine neue Kita für 130 Kinder eröffnet. Sie kostete 6,5 Millionen Euro. Ein Leopard-Panzer kostet 27,5 Millionen. Wenn die Ampel nur einen Panzer weniger bestellen würde, könnten wir für das Geld 4 Kitas bauen. Und ich sage Kitas statt Panzer, meine Damen und Herren. Herr Pistorius kann über ein riesiges Sondervermögen von 100 Milliarden Euro verfügen. Wir als Linke haben ein Sondervermögen für Bildung von 100 Milliarden Euro gefordert. Das wurde von der Ampel abgelehnt. Und jetzt will Pistorius noch mehr Geld haben. Ich denke, wir dürfen das nicht hinnehmen. Wir brauchen das Bild für die Zukunft, das Geld für die Zukunft und der Bildung. Meine Damen und Herren, viele Ampelpolitiker fordern jetzt Solidarität mit dem Verteidigungsminister. Das ist heute hier auch gesagt worden. Doch wo ist die Solidarität mit den Eltern und den Kindern, die keinen Kita-Platz bekommen? Wo ist die Solidarität mit den Menschen, die keine bezahlbare Wohnung finden? Wo ist die Solidarität mit den Kindern, die im reichen Land in Armut leben? Und die Kindergrundsicherung wurde auf dem Altar der Rüstungsindustrie geopfert. Das ist eine Schande für unser Land, meine Damen und Herren. Und das Klimageld wollen Sie auch nicht auszahlen. Sie wollen lieber als Staat bei dem Panzerhersteller Rheinmetall einsteigen. Das ist der falsche Weg, meine Damen und Herren. Und es kommt noch schlimmer. 100 Milliarden Euro, das ist ja schon angesprochen worden, aus dem Sondervermögen Bundeswehr sollen also bis Ende 2027 ausgegeben werden. Und danach wollen Sie 28,1 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt zusätzlich für die Aufrüstung der Bundeswehr ausgeben. Das ist mehr, als wir in einem Jahr für Bildung und Wissenschaft ausgeben. Und das sind die falschen Prioritäten, meine Damen und Herren. Der Bundeskanzler Olaf Scholz will jetzt endlich eine Friedenskonferenz unter Beteiligung Russlands, um den Krieg Russlands gegen die Ukraine endlich zu beenden. Er hat damit den richtigen Weg beschritten. Diesen Weg unterstützen wir. Wir brauchen Diplomatie, wir brauchen Friedensverhandlungen. Wir wollen nicht kriegstüchtig sein, sondern friedenstüchtig, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Das Wort hat Sarah Nanni für Bündnis 90 Die Grünen.